freue mich, jetzt einige Worte zum Thema Leibarbeit sagen zu dürfen. Ich muss dazu sagen, dass die Leibarbeit nach der Homöopathie die Methode ist, soweit man sie überhaupt Methode nennen darf, die mich in meinem Leben bis jetzt am längsten begleitet. Ich bin durch die Hinweise eines Schülers 83 in ein wunderbares Dorf geraten, Rütte in der Nähe von Todtmoos, wo ein ganz besonderer Mann lebte mit seiner Frau, Karlfried Graf Dirkheim mit Frau Maria Hippius, Dr. Maria Hippius, und der da ein Zentrum gegründet hatte für initiatische Therapie. Was heißt Initiare, die Tore zum Geheimnisvollen öffnen? Vielleicht ganz kurz zu dieser Art von Therapie. Karlfried Graf Dirkheim war während der Zeit des Nationalsozialismus in Japan und hatte da eingehend die japanischen Künste wie Zen-Meditation, Aikido, Aido, Ikebana und vieles andere studiert. Er brachte also diesen Geist Japans, diesen Geist des Zens nach Europa, begegnete Maria Hippius, die sich ganz intensiv mit jungianischer Psychotherapie beschäftigt hatte, und beide zusammen gründeten in Rütte dieses Zentrum, in dem im Grunde die Psychotherapie C.G. Jungs zusammenlief mit den Praktiken und den Formaten Japans, sprich des Zens. Irgendwann, und da gibt es unterschiedliche Geschichten, ich nehme mal die, die mich am meisten berührt hat, merkte der Graf Dirkheim in einer psychotherapeutischen Sitzung, dass er wie einen Impuls hatte, den Klienten zu berühren. Wir nennen heute diese Impulse auf den Ruf des Leibes reagieren oder manchmal sogar Berührungsreflexe. Und er merkte, dass wenn er diesen Menschen berührte, der in der Psychotherapie in einer ganz bestimmten Haltung verharrte und diese Stelle rieb oder diese Stelle massierte oder diese Stelle drückte, dass mit einmal die Dynamik des psychotherapeutischen Prozesses ein ganz anderer wurde. Und aus dieser Grunderfahrung entwickelte der Graf Dirkheim ein Verfahren von Begegnungen am und im Leib. Und dazu muss man sagen, nach Dirkheim ist der Leib etwas, was ich bin. Ein Körper habe ich, aber Leib ist viel mehr wie nur Körper. Leib ist beseelter Körper, durchgeistigter Körper. Leib ist Körper plus immanente Transzendenz, also immer vorhandene Göttlichkeit. Und er machte die Erfahrung, wenn er eben Psychotherapie nicht nur verbal ausübte, sondern sich wie in einen meditativen Zustand begab und lauschte auf das, was dieser Leib braucht, was dieser Leib will. Ich nenne das immer meinen Schülern gegenüber Lauschen auf den Ruf des Leibes, dass dann wie von selbst Berührungen stattfanden, Begegnungen stattfanden, die manchmal an Massage, manchmal an Reiben, manchmal an Shiatsu, manchmal auch an Krankengymnastik erinnern, die aber jenseits jeglicher Technik liegen und auch jenseits jeglichen Formates liegen, sondern die einfach ja wie ein Reflex sind auf eine Leibwirklichkeit, die nach der Berührung unserer Hand regelrecht ruft. Also wenn ich mich zu einem Menschen setze, der von mir leibtherapeutisch behandelt werden möchte, gehe ich nicht mit einem Konzept in diese Behandlung. Selbst wenn ich vielleicht Shiatsu-Therapeut bin und meine Leibarbeit immer ein bisschen nach Shiatsu aussieht, ist der große Unterschied zwischen Shiatsu und Leibarbeit, selbst wenn er vielleicht gar nicht so sichtbar ist, dass ich Shiatsu oder Massage nach einem gewissen Konzept ausübe, ich aber Leibtherapie nur situativ in einem Zustand radikaler Gegenwärtigkeit passieren lasse. Mein Leib, mein Körper reagiert auf den Ruf des Leibes des Klienten
Und dann berührt sich wirklich Leib mit Leib, Seele mit Seele, Geist mit Geist. Und dadurch können tief, tief, tief schlummernde Konflikte wirklich gelöst werden, an die keine herkömmliche Massage rankommt, aber auch oft keine herkömmliche Psychotherapie. Wobei die Leibarbeit unbeschreiblich gut mit jeglicher Form von Psychotherapie, aber auch mit jeglicher Form von Schamanismus kombinierbar ist. Ich habe 30 Jahre lang Leibarbeit praktiziert und auch unterrichtet und bin dann in den letzten Jahren noch mal einen Schritt weiter gegangen. Und das, sage ich mal, ist so meine Altersaufgabe, die ich für mich sehe. Ich bin mit meinen Klienten auf meinen Heilreisen ins warme Wasser gegangen. Entweder in 34 Grad warme Pools oder in das 30 Grad warme Wasser der blauen Lagune von Kala Radiada im Sommer und habe angefangen, Leibarbeit mit im Wasser schwebenden Patienten zu machen, ob einzeln oder in einer Gruppe, und muss sagen, dass das nochmal ein Quantensprung war. Dass die Arbeit mit Menschen im Wasser leibend nochmal eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Lösungskraft hatte, wie als wenn ich mit den Menschen am Lande geleibt habe. Und darum suche ich zum Beispiel auch hier in Berlin einen Ort, wo ich mit den Leuten ins warme Wasser gehen kann. Ich möchte immer mehr Heilreisen machen, wo ich Wasser und Leibarbeit kombinieren kann. Und ich bin ja nun Doppelkrebs mit einem völlig 12-Haus-Fische dominierten Horoskop. Und ich glaube, dass die große Badewanne, in der ich die Menschen beleiben kann, wirklich sowas ist wie die große Freude meines Alters. Und von der Seite her möchte ich sagen, ich kann für mein Leben sagen, dass ich dem Leib verdanke, wirklich an Dimensionen von Zärtlichkeit, die schon immer in mir geschlummert haben und die ich jahrelang verleugnet habe, heranzukommen, an die ich ohne den Leib nie gekommen wäre. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, Mensch, wenn du mich berührst, ich spüre so eine Tiefe, ich spüre so eine Sicherheit, ich habe überhaupt keine Angst, wenn du mich berührst, sonst habe ich oft ganz dolle Angst, wenn ich berührt werde. Was machst du denn besonders? Und ich immer sage, ich mache überhaupt nichts besonders. Ich habe kein Konzept, wie ich dich berühre. Ich habe kein Konzept, wie ich dir Lust mache, sondern ich begebe mich letztendlich in das Lauschen auf den Ruf deines Leibes, auch deiner Lust hinein. Und auf diesen Ruf reagiere ich fast reflexartig. Und darum entsteht da nichts, was Angst macht, nichts, was bedroht. Und darum ist für mich Leibarbeit auch nicht nur eine therapeutische Anwendung. Ich finde, Leibarbeit gehört in jede Schule, gehört in jede Ehe. Wir sollten uns beleiben, so wie wir uns küssen. Leibarbeit ist total gut in alle möglichen Formen von tantrischen Prozessen zu integrieren. Und ich möchte schließen mit einem Satz eines Schülers, der bei mir 3 Jahre lang Leibarbeit studiert hat an der Samuel-Hahnemann-Schule und der mal sagt, ich lebe, weil ich leibe. Ja, ich lebe auch, weil ich leibe. In dem Sinne, wage zu leiben.